So, hallo, wir machen weiter. Bei. Oh, jetzt ist der Ordner. Moment. No, jetzt ist der Ordner zu. Der Ordner, über den ich sonst sofort eigentlich immer gleich mein Dings öffne, ist zu. Wann hat es denn den wieder geschlossen? Das ist was, was ich nicht bei Windows verstehe. Also, das passiert immer wieder, dass plötzlich Ordner einfach zu sind. So, irgendwann macht er im Hintergrund irgendwelche Sachen und dann schließt er mir alle Explorer-Ordner, die ich offen hatte. Verstehe man nicht, wie das zustande kommt. So, ich muss ganz kurz, während ich quatsche, hier das Zeug öffnen. Things, Things, da. Zack, Rechtsklick, öffnen mit SNES 9X. Haben wir Bild? Optimal. Also, das ist was, was ich nicht verstehe. So. Wir sind in diesem Level hier stehen geblieben, wo wir an der Wand kleben. Jetzt. Wo wir an der Wand kleben. Und ich denke auch, wir sind schon recht weit gekommen letztes Mal. Es hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Und es macht auch, also das ist ein Level, das macht wieder echt Spaß. Auch das davor, das war zwar schwer, aber es war cool. Ja, guck mal, wir kommen hier easy wieder hoch. So, jetzt war hier die Geschichte. Genau. Dann darüber. So. Mit dem darf ich jetzt mich nach unten bringen lassen. Richtig. Wir sind schon wieder hier, wo wir das letzte Mal. Ja, genau. Genau da sind wir auch gestorben. Und jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Jetzt habe ich es gesehen. Ich habe gesehen, was ich falsch gemacht habe. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das Level fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen. Das ist ja im Prinzip der Grund, warum ich Things gespielt habe, diese Gimmick-Geschichten, ne? Weil hier so viele Gimmicks vorkommen. Wir hatten jetzt in den letzten Leveln eigentlich gar nicht so viele Gimmicks. Es war einfach mehr so nicht gimmickartig, sondern Scheiße. Es hatte halt so ein Thema, so wie dieses Hochlaufen des Sky-Trees da, ne? Es war kein des Schlee-Trees. So, das war halt ja, es war an sich kein Gimmick in dem Sinne, weshalb ich Things spiele. Aber es kann auch nicht jedes Level so sein. Das hier ist auf jeden Fall wieder genau der Grund, weshalb ich Things angefangen habe. Sowas hier will ich sehen. Weil das halt auch mal so neue Mechaniken reinbringt und ja, das ist einfach cool. Das ist einfach cool. Zack. Ach, Mist. So. Hoppala. So. Musik klingt auch gut. Ich weiß zwar nicht, woher sie kommt. Aber hat was. Bruder leckt nicht, wenn ich da rumspringe. Sheesh. Mach nicht diesen. Boah! Ich bin gerade. Boah, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte nicht, dass ich schon so hoch war. So tief war. Hoppala, bin ich. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Sheesh! Das kannst du mit mir noch nicht machen, Spiel. Nein! Okay, ich bin zu hektisch. Ich werde zu hektisch. Dann mache ich mehr Fehler. Aber ich will halt auch möglichst schnell jetzt wieder dahin kommen, wo ich war. Schön. 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 So, vorsichtig. Nein! Oh, jetzt habe ich Angst vor der Stelle, weil ich da gerade so unerwartet vor allem in diesen Wandschrank geklettert bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu hoch war, zu niedrig war. Mist. Nein! Ah, ärgerlich. Das ist wieder das, ne? Am Anfang gleich der erste Versuch, erstmal so weit wie sonst auch. Und danach fange ich plötzlich an zu strugglen. Das ist so eine Gesetzmäßigkeit, die kann sich gerne verabschieden. So. So. Okay.
Und jetzt habe ich den Fehler, den ich jetzt nicht mehr mache. Ich muss erst hier ran. So nämlich. Jetzt kann ich da hoch. Und dann... da lang. Daran. Okay, und dann muss ich, wenn das Ding da drüben ist... Okay. Okay, wir waren weiter. Wir waren weiter. Nee, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Gimmick und Level. Schön. Vorsichtig. Okay. Ja, und es passt auch einfach. Also man merkt es ja, ich komme relativ schnell wieder dahin. Das ist auch nicht schwierig. Boah, da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu hoch kletter. So, wie timen wir das am besten? Wow! Oh mein Gott! Okay, jetzt darf ich das Ding nicht erwischen. Nice. Okay. Ich muss was testen. Save State Test. Kann ich da runterfallen? Ich will da runterfallen. Da ist bestimmt ein Mond. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass ich da klettern könnte. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, aber... Habt ihr echt nichts? Aber wenn ich jetzt abspringe und falle, dann falle ich in den Tod. Das will ich nicht. Ja, ich habe oben mein State. Ganz ehrlich, ich habe oben mein State. Ich habe ein bisschen Bammel. Nachher bin ich an der falschen Seite runtergeklettert. Aber wie weit kann man runter? Jetzt kommt... Guck mal, da unten kommt langsam Boden. Das ist ja krass. Wait, aber Moment. Müsste der Hintergrund nicht eigentlich so abla... Ach nee, das war nur beim Hochlaufen so komisch, ne? Da kommt wirklich Dings im Hintergrund, Also das ist viel höher, als eigentlich so ein Screen sein dürfte. Das ist ja krass. Okay, ich falle einfach weiter runter. Das mit der Wand ist auch interessant. Okay. Oh mein Gott! Ich habe einfach die richtige Seite gewählt. Ja, wie stabil ist das denn? Nice. Oh, das führt mich gar nicht zu irgendwo anders hin. Okay. Aber jetzt sind wir schlauer, was diesen Ujub angeht. Der hat die dann entführt wahrscheinlich, diese Mona. Ha. Okay. Und man startet jetzt automatisch in dem Level. Das ist auch interessant. Okay. Gut. Dann haben wir den nächsten Mond. Dann können wir das nächste Mondding uns kurz angucken. Und dann haben wir nur noch den Stern. Also jetzt haben wir als Fortschreiten nur noch den Stern. Und halt die Level, die ich noch nicht mit Gamepad gespielt habe.
Okay. So, wir haben ja gesehen, man schafft es auch ohne den Pilz da oben. Insofern machen wir das natürlich. Nein, wir machen das. Ich ziehe das durch. Geben mir nicht den Pilz holen. Ich habe gesehen, dass es auch ohne geht. Wir machen es jetzt auch ohne. Alles andere ist ja lame. So. Go down at rotation. Okay. Rotation haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Jetzt was, wo mir noch nichts sagt, der Levelname. Go down at rotation. Okay. Na dann. Und wenn wir das Level Rotation gefunden haben, dann gehen wir da nach unten. Gut. So. Ja. Da an das Level komme ich auch nicht ran, scheinbar. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber gut. Dann geht's in den Stern. Rim of the Universe. Oh, da steht Groß Uob. Interessant. Black Hole. Vicious. Stranded. Destination Unknown. Wie komme ich zu dem Punkt darüber? Oh, Culmination Castle. Rotation, darin. Ja gut, da steht ja dort, dass ich nach unten gehen kann. Sind da sogar die Pfeile. Machen wir gleich. One Must Fall. Ace Jazz Moonwalker. Da oben komme ich wieder nicht ran an die Sachen. Okay. Secret Shortcut. Ah, ist das nochmal ein Secret Shortcut zum Mond? Ja. Okay, von hier aus. Okay, cool. Sehr schön. Ja gut, dann gehen wir doch jetzt einfach mal Stück für Stück die Level hier durch. Und starten mit Black Hole. Let's go. So. Anything you or a shell touch that is not as bright will vanish shortly after. Okay. Alles, was ich berühre und kein Sprite ist, wird kurz verschwinden. Also wird verschwinden. Das hier. Okay, verstanden. Interessant. Okay. Okay. Dann muss ich mit der Shell den Mancher da abschießen. Und dann auch mit hoffen, dass der verschwindet. Ah, ich finde. I see, I see, I see! Okay. Nein. Okay. Schade. 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 No! Alles abgeschossen. Nein! Oh je. Nein! So. Ach so! Oh, jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich, so ein bisschen.
Wobei, das macht ja auch... Na, das macht nicht ganz, wie ich das möchte. Oh je. Also, ich habe eine Idee, aber die ist noch nicht optimal. Vorsichtig ausgedrückt. Nein. 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 Ach komm. Okay. Es ist noch zu ungenau, wie ich spiele. Es ist noch zu ungenau. Ah. Es funktioniert grundsätzlich, aber es ist noch zu ungenau. Mhm. Ach komm. Aha. Das ist wieder meine Unfähigkeit. Das ist wieder meine Unfähigkeit, die mich so nervt, wa? Ich weiß, wie es geht, ich habe es gecheckt und dann kriege ich es nicht umgesetzt. Ah, shit! Oh, wait, wie muss ich das denn machen? Wenn ich dann da drin stehe, muss ich dann da schnell hoch oder wie oder was oder wo? Hilfe! Oje, oje. Moment, dann ist es aber auch nicht nur bei einer Shell so. You are a Shell? Der P-Switch lässt es auch verschwinden. Das hat er gar nicht erwähnt. Hat er das nicht bedacht? Oder was ist los? Ich muss da gleich mal was ausprobieren. Verschwinden die Grünen auch? Ja. Okay. Kann man da vielleicht jetzt was breaken? Na, nee, 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 nee. Darüber komme ich nicht. Ist okay. Mit einem P-Jump käme man da vielleicht rüber, aber ich glaube, das ist am Ende schwieriger als das eigentliche, was man machen soll. Habe ich nicht gemacht. Habe ich gerade nicht gemacht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das klappt nie wieder nochmal. Das klappt nie wieder nochmal. Lol. Ja, das klappt nie wieder nochmal. Oh mein Gott, aber damit könnte ich es break. Also damit könnte ich mir die Stelle... Wenn ich es könnte, würde es schneller gehen und wäre es leichter. Wenn ich es könnte. Das würde funktionieren. Man könnte damit diesen Teil breaken. Und ich sehe jetzt erst, ich bin dumm. Ich hab das... Oh, nee, es ist andersrum viel leichter. Ich bin blöd. Die Münze da an der Seite, die ist ja für den P-Switch. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Die Münze an der Seite ist ja für den P-Switch. Oh mein Gott, bin ich blöd. Die da hier. Ich dachte, die soll markieren, wo ich den hinschmeißen muss oder so. Schwachsinn. Die markiert einfach, wo ich draufspringen muss, lul.
Ja, sehr gut. Ich bin. Dann ist die Stelle noch viel leichter ohne P-Jump natürlich. Aber schön, dass wir es mal ausprobiert haben und es auch funktioniert hätte. Lol. Das könnte man, also wenn die Stelle davor schwierig wäre, könnte man es so breaken. Aber damit tue ich mir keinen Gefallen. Das ist kein Break, das macht es schwieriger. Oh, ich habe da oben zu viel. Wie habe ich das? Was habe ich da jetzt angestellt? Bin ich da irgendwie. Habe ich da. Wie habe ich denn das da oben weggemacht, das Zeug? Nicht blöd? War doch sonst. Ach, Mann! Das war doch sonst da. Ah, die Münzen habe ich weggemacht, ich Doofnuss. Okay. Nicht zu weit springen. Erst sagte ich, soll Anlauf nehmen und dann aber doch nicht so viel. Nein! Also ich schätze, es ist sicherlich klug, den so spät wie möglich zu drücken. Sonst mache ich mir nur unnötig Stress. Nicht da oben die Münzen wegnehmen. Das ist nicht so klug. Nein! Okay, okay. Da ist dann der Midway Point. Sehr schön, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass das mit dem P-Switch wahnsinnig eng bemessen ist, ne? Nein! Ich hab die Tür weggegessen. Mann! Okay, vorhin wäre es, glaube ich, noch gegangen. Da war die obere Hälfte nur weg und die untere Hälfte war noch da. Und ich glaube, das ist die, die durch die durchführt. Aber ja, lol. Vorsichtig. Wait, aber... Ah, ich muss direkt durch. Okay, verstanden. Nice! Sehr cooles Gimmick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, verstanden. Ach so, der geht auch weg. Ja, da, klar. Ist ja auch kein Sprite. Alles geht weg, alles geht weg, alles verabschiedet sich. Oh nee! Aber zum Glück eine kurze Disco-Shell. Zum Glück eine sehr kurze Disco-Shell. Sheesh. Oh nee. Ja! Nein! Hä? Was habe ich vorhin anders gemacht, dass ich da durchgefallen bin? Okay. Na, ich hasse Disco Shells. Ich kann das nicht. Oh Mann. Ich kann die nicht richtig einschätzen. Dabei ist es doch eigentlich echt upsala. Dabei ist es eigentlich echt nicht so schwierig. Bei alles, was sich so komisch bewegt, da bin ich raus. Mensch! So. Okay. 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 Ja, ja, nein. Okay.
Leider habe ich jetzt nicht sehen können, wie es weitergeht, aber wir haben einen Teil schon mal hingekriegt. Aber Disco Shells, da werde ich so richtig nervös. Das ist eine lange Strecke Disco Shell, wäre für mich ein Albtraum. Und was, wo ich wahrscheinlich staten müsste. Weil ich die... Ich kann... Ja, eigentlich sind die nicht schwierig. Ich weiß das. Ich weiß das, aber ich krieg's nicht hin. Nein! So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Langsam, langsam, langsam. Nein! Und jetzt rüber. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, wie geht's? Ich hab noch nicht richtig gesehen, wie es weitergeht. Da waren Münzen und eine Shell und Blöcke, aber ich hab vielmehr noch nicht gesehen. Okay, der war gut. What the heck? Okay. Ich hab die Stelle immer noch nicht verstanden. Muss ich zu meiner Schande gestehen? So. Schub, die Dub. Zack. Nein! Ancients. Kinder. Nein. So. Komm schon, komm schon. Enttäusch mich nicht. Und drüber. Jawohl. So. Was soll ich noch machen? Also die schießt... Warte mal. Die schießt... Seht ihr meine... Ah, jetzt sieht die Maus. Die schießt hierhin. Und dann springe ich damit nochmal ab. Hier kommt eine neue Shell raus. Der Block wird sich auflösen. Die wird hier runterfallen. Und dann mache ich nochmal das Gleiche oder so. Irgendwie so? Keine Ahnung. Weil dann landet die ja hier unten und ich fall wieder so runter. Könnte dann zum nächsten Shelljump ansetzen, aber okay. Soll ich sowas machen? Ach Mensch. So. Rüber. Ja, irgendwie sowas. Auch wenn es noch nicht so richtig aussah, irgendwie. Komme ich dann da unten, da hinten wieder hoch? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was die von mir wollen. Aber das kriegen wir schon hin. Oh nein! Die war weg. Was ist das eigentlich für ein orangener Block da? Ist das einer, den ich auslösen soll oder nicht auslösen darf? Ach so. Ja, natürlich nicht darf.
weil ich dann nicht mehr zurückkomme. Aber wirklich, also den habe ich jetzt wirklich nur bewusst ausgelöst. Der ist eigentlich kein Hindernis. So. So, ach Mann! Nervt mich das, dass ich da runterlaufe. Sonst machen wir es halt im nächsten Part. Wir haben ja in dem Part schon was erreicht. Also wir haben sogar schon zwei was erreicht. Wir haben hier den Midway Point. Und das andere Level haben wir komplett geschafft. Und einen Mond haben wir auch wieder bekommen. So, genau so. Und dann, weiß ich nicht. Da habe ich die andere halt nicht ausgelöst, komischerweise. Wahrscheinlich, weil ich zu bald wieder drauf gesprungen bin oder so. Oh. Nein, die ist weg. Ich glaube, wir machen es im nächsten Part. Ich werde jetzt zu ungeduldig. Und das ist schlecht. Okay. 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 Ja, und... Ach, dann ist das weg! Verstanden, gecheckt! Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, jetzt können wir weitermachen. Jetzt habe ich es gecheckt. Also, was heißt gecheckt? Ich habe es halt gesehen. Dann ergibt sich der Sinn von selbst. Also so. So und dann wieder auf die drauf. Okay, okay, okay. Und dann kann ich da drauf und dann kann ich an die nächste Ranke. Schön, schön, schön. Na, okay. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Bin guter Dinge. Wenn man erstmal so eine Stelle verstanden hat, dann läuft das. Bin da sehr guter Dinge. Ach, Mann! Verfehl's halt nicht, Kerl. Sonst ist doch alles cool. Das war zu wenig. Hab ich gemerkt, hab ich gemerkt. Da, 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 da. Nein, mit dem Gimmick würde ich gerne mal SMW spielen. Also das normale. So, du kannst alles nur einmal berühren. Einfach nur dieses Gimmick. Einfach das Black Hole Gimmick für SMW. Das wäre voll cool. Ob das möglich ist. Oder ob man Stellen hat, wo man wirklich zurück muss, wo es dann nicht sein darf, dass der Boden weg ist. Aber ich wüsste nicht. Ich denke, man könnte schon schaffen. Das wäre super cool. Das war schlecht. Aber ich weiß nicht, wie schwierig es ist, das in jedes Level einzubauen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Und was so, das alles... Zum Beispiel auch bei Türen. So, Türen wird nicht funktionieren, ne? Wir haben ja gesehen, Türen dürfte ich nicht berühren, dann sind die weg. Ah. Oh. Würde mich echt interessieren, ob man das machen. Ja! Nein! Nein! Ich war drauf! Ich war drauf! Ich Volltrottel! Ich Volltrottel! Hab nicht gedacht, dass ich es schaffe und dann... Ja. Okay. Ja, aber das wäre ein cooles, interessantes Gimmick. Würde mich interessieren, ob man damit SMW durchspielen kann. Ob es irgendwas gibt. Also beim Bowser-Fight zum Beispiel müsste man es ausmachen können. Weil den Kampf schafft man nicht. Also, wenn du hast ja nicht so viele Möglichkeiten, da zu stehen und wenn der Boden verschwindet, dann ja, dann war es das halt, ne? Ich denke auch der Reznor-Fight wird schwierig, wenn die Brücke schon verschwindet vorher. Müsstest du. Ja, wobei du kommst ja relativ schnell auf den Reznor drauf. Das könnte sogar gehen. Das könnte sogar gehen. Aber doch, viele Bosse dürften schwierig werden, weil du halt die in der Zeit... Na, ich... Nee. Ich glaube, so
Das, also da müsste es dann wahrscheinlich ausgeschaltet werden. Oder man kriegt halt dann das hier als Boden. Diese Blöcke hier als... LOL! Der frisst auch das Ding. Ja, der frisst alles. Das ist schon stabil. Ne? Also, vieles würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber interessant auf jeden Fall wäre es. Zu gucken, was funktionieren wird und ob man dann, wenn etwas nicht funktioniert, ob man sich anders helfen könnte. Na, dass man zum Beispiel mit der Feder zum Boss muss und dann auf die Art und Weise nur sehr, sehr selten den Boden berührt. Vielleicht wäre es machbar. Man weiß es nicht. Würde mich echt interessieren, wie weit man da kommt. Kann irgendjemand dieses Gimmick in SMW einbauen? Hier irgendwie extrahieren und in SMW einbauen? So einfach für alle Level? Geht das? Ich meine, das Gimmick wird ja nicht der Dings hier erfunden haben. Das ist doch bestimmt einfach ein Gimmick, was es auf SMW Central gibt. Und dann lässt sich das doch bestimmt in Level einbauen, oder nicht? Ey, das wird mich übelst interessieren. Vielleicht hat das auch schon mal jemand gemacht. Gibt es SMW mit Black Hole Gimmick? Also ich nenne es jetzt halt Black Hole Gimmick, weil es das Level Black Hole heißt. Aber vielleicht hat es auch selber programmiert. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Können wir jetzt endlich mal die Scheißranke ransprengen? Ha! Jetzt habe ich verstanden, wie es geht, jetzt kriegst du noch nicht hin. Nee! Okay. Jetzt. Ich war überzeugt, dass es das wird. Aber es wurde es leider nicht. Jo! Jetzt aber. So. Okay, dann muss ich da ein bisschen schräg durchspringen. Nicht angenehm, aber machbar. Und dann kam ein Notenblock, den habe ich noch realisiert. Was danach kommt, keine Ahnung. Ach Mann, jetzt mache ich da oben wieder Fehler. Aber das kann nicht mehr weit bis zum Ende des Levels sein. Das kann nicht mehr weit sein. Wow, das war neu, dass das nicht hinhaut. Nee, der ist weg. Ich wusste es. Ach Mist. Ach Mist. Nein, der ist weg. Oh! Ich wollte gerade sagen, wir machen noch bis 40, dann beende ich den Part, aber 40 ist gleich. Wir machen noch bis 45, dann beende ich den Part. Wenn ich es bis dahin nicht schaffe, schaffe ich es halt bis dahin nicht. Oder ich beende den Part einfach gleich, weil ich jetzt schon wieder Scheiße hier baue. Meine Nerven. Ach nee, das... Nee, wenn ich so weitermache, mache ich nicht mehr. Also nicht wegen des Levels, ich möchte es wieder betonen. Ärgere mich nur über mich selbst. Level ist großartig. Nicht abhauen, nicht abhauen! Ach Mann! N
Nee, ich nee. Nee, einfach nur nee. Okay. So. Boah, der Sprung. Den würde ich ja fast gerne mal ein bisschen üben, kurz. Lass mich den Sprung mal kurz üben. Okay, wie geht's dann weiter? Ernsthaft? Ich habe ja gesagt, es ist nicht mehr viel. Das heißt, alles, was ich da noch tun muss, ist da hochklettern, darüber, dadurch, den Mond mitnehmen und ins Ziel. Okay. Fair. Das ist halt echt nicht mehr viel. Und das bestätigt mich wieder und wieder und wieder in meiner Ansicht, dass das Level-Design wirklich fair gebaut ist. Fair gestaltet. Ach, ist egal. Und dass es mit States zu leicht wird. Ihr habt es gesehen, mit States wäre ich sofort am Ziel. So, der Hack ist zu leicht mit Save States. So, das ist einfach so, das kann dann jedes Kind. Das kann dann jedes Kind. Aber jetzt, wo ich das Ziel gesehen habe, machen wir auch noch bis ich, also jetzt, ne? Jetzt spielen wir auch noch zu Ende. Ja, das war scheiße. Werden wir doch jetzt wohl schaffen, ey. Okay. Nice. Nice. Hä? Ist der hä? Zählt der per Save State trotzdem als eingesammelt? Oh, ich hab... Ja, ist aber nicht so dramatisch. Ich hab mir ohne State geholt. Ja, ich hab mich umgebracht und dann war er natürlich eingesammelt. Ja, never mind. Ich hätte den State laden müssen und mich dann umbringen. Ich hab mich umgebracht, nachdem ich ihn eingesammelt hatte, deswegen war er schon... Ist okay. Ich denke, das kann man jetzt mal verkraften. Ich hätte es jetzt ja gerade schon wieder geschafft. Also, ich bin ja nicht gestorben. Ja, okay. Okay, ist egal. Passt, ist in Ordnung. Gut. Man fällt ja gerade runter, also das ist keine Herausforderung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's Rotation. Und tschüss.